Leichtbau, Chassis, Rennreifen. Natürlich heißt das wieder drehen für mich. Ich hab's doch gedacht. Die Sachen sind also immer recht in der Nähe. Okay, das ist cool. Anderes Lied bitte. Das klingt schon vielversprechender. Da wäre noch ein neues Auto. Haben jetzt aber gerade keine Zeit für, möchte mit dem hier alles freifahren. Ich meine meine Mercedes nach. Das mag ich halt am Burnout. Man kann mit seinem Lieblingsauto alles fahren, was man will. Oder ich habe das hier noch nicht ganz verstanden. Wie gesagt, ich spiele das Spiel quasi zum ersten Mal. Ich habe es nur mal angespielt, damit ich nicht das Spiel umsonst gekauft, geschenkt bekommen, umsonst. Ja. Übrigens, jetzt könnt ihr euch das nicht mehr holen. Das war nur eine ganz limitierte Zeit lang, hatte SimCity alle angeschrieben, dass man sich für ein paar Tage lang halt kostenlos von den Spielen da jetzt aussuchen kann. Aber das könnt ihr jetzt nicht mehr bekommen, ne? Und da müsst ihr euch klar drüber sein. So, dann da unten lang. Ich rase jetzt hier absichtlich nicht so extrem, weil das Auto hat eh nicht so eine geile Beschleunigung und... Naja, gut. Na, mit Nitro zusammen ist es gar nicht mal so verkehrt. Und doch, ja, ich muss sagen, ich mag... da ist auch noch ein Auto, das wir kennen. Doch, ich mag das Auto schon. Es geht... Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, ob ich es leben oder hassen soll. Bloody Nose, Hinterhalt. Ja, das wird ja großartig. Ja, ist gut. Die Polizei stellt mir mal wieder eine Falle und ich muss entkommen, hm? Das wird ja was. Hi, ich war in vorbei und jetzt geht's knallhart los. Die blöde Polizei ist uns mal wieder auf den Fersen und wir haben sowas von keine Lust, uns da fangen zu lassen. Also gibt Gummi. Whoa. Yay! Wuhu. Schüttle die Cops ab. In schwarz-weiß oder was? Hau ab. Zum Henker bin ich hier. Holy crap. Schnell auf offene Straße. Da vorne ist eine Straßensperre. Gut. Gut, die Bremse von dem Auto gefällt mir schon mal. Ups. Aber das, die Lenkung noch immer nicht. Bin da nicht so der Freund von. Da stehen Autos quer. Nee, irgendwie. Kerl, ich bin eine Frau, bitte, ja? Das ist ja auch der Grund, warum ich so fahre. Habt ihr das noch nicht mitgekriegt? Ach so. Fahren Sie mal weiter, man. Völlig normal. Das kennen wir. Erleben wir jeden Tag. Da vorne, da ist so viel blau tut. Ich komme ja auch noch so ohne Probleme nach. Ja, Handbremsendrehung. Das ist jetzt nicht mit gerechnet, was? Was? Nein, nein, nein. Oh. Okay. Au. Yeek. Nein. Puh. Nee, das ist Südosten. Das zählt nicht. Das war dumm. Ich dachte, die geht's vielleicht irgendwo hin. Achso, ja, dann fahrt da mal, ne? Dann dreht euch da mal im Kreis und wir müssen sie abhängen. Wo hängen wir die denn? Puh. Nee, der hat sich selber abgeknallt. Das macht der da vorne jetzt wahrscheinlich auch. Der stellt sich jetzt quer. Die Fahndungsstufe gestiegen, ja, das ist auch noch. Reynolds, wie Reynolds. Was ist denn hier? Holy crap! Oh my god! Oh, ein Baum. Oh, und eine Wand. Darf mich nicht aufhalten lassen von Polizisten. Darf nicht. Muss. Muss da lang. Muss. Ah, da ist so eine Wand. So eine dumme. Ja, ist ja gut. Ja, ich treffe dich auch gleich mal.
Aua. Mir ist, ich kenne die Stadt noch nicht so gut. Hallo, ich bin Ausländer. Ich kenne diese Stadt noch nicht so gut. Da kriege ich immer Probleme. Nein, nein. Oh, das war Baum. Ich habe vergessen, dass man fahren kann. Baum nicht um, sondern Baum ist stabil. Okay, wir brauchen also einen etwas besseren Unterschlupf. Ich habe gerade wild darüber nachgedacht, wo ich dann hinfahren könnte. Oder darüber nachzudenken, wo ich gerade selber hinfahre. Was natürlich echt ungünstig ist. Da gibt es Züge. Ich mag Züge. Ja, dann folgt mir doch auf die Gleise. Stellt euch vor, da kommt ein Zug. Da ist wieder eine Straßenbarrikade, die voll die Straße versperrt hat. Aber so richtig, also da kam jetzt keiner durch. Was? Die wollen auch noch Verstärkung anfordern? Das finde ich jetzt voll nicht gut. Na toll, da kommt man noch einer entgegen. Ich dachte, dem würde ich noch ausweichen. Oh Gott, das wird ja ewig dauern, bis wir denen mal entkommen sind. Toll, die Fahndungsstufe steigt weiter. Ich könnte natürlich auch alle einfach ausschalten. Ne? Ich knall so lange gegen Polizeiautos, bis Polizeiautos nicht mehr da sind. Das war unnötig und dumm. Und das Auto ist sowas von dermaßen für den Arsch. Also die fahren alle auch verdammt schnell. Schneller als ich teilweise. Kann ich bitte so eine Polizeikarre haben? So eine, die da. Genau die da. Na? Die Führungseinheit hat den Verdächtigen verloren, okay. Oh, die sind schon wieder hinter mir. Die sind die Verdächtiger verloren. Ich bin noch genau hier bei euch. Was? Ich habe die Straße überhaupt nicht versperrt. Alles frei. Ihr könnt einfach nur nicht fahren, blöde Idioten. Das war ein Van. Und aber... Aber ich krieg das doch noch eines Tages. Irgendwann. Ich hasse dieses Auto. Oh, was ist das denn hier? Hier ist gelandet. Oh. Schlecht. Beschädigt ist gut. Das sah so unglaublich elegant aus. Aber das ist ja eine interessante Tafel. Die zu holen wird ja echt schwer. Versuchen Sie einen Tipp in Zentrale. Wir brauchen Tag-Einheiten und zwar so. Fahndungsstufe 6. Verstanden. Schicke schnellstmöglich Unterstützung. Fahndungsstufe 6. Heilige Scheiße. Kann man hier irgendwo lang? Irgendwo, wo man einigermaßen... Gegenverkehr ist vielleicht gar nicht so übel, weil die Polizei natürlich auch in die anderen Fahrzeuge reindonnert. Aber wir können die Zeitgemeinde jetzt schon wieder vergessen. Das hätte ich mir fast denken können. Das ist nicht schön. Kann ich nochmal? Ich wollte gerade erneut Versuche klicken, aber ich habe mich erwischen lassen. Also das ist definitiv nicht mal meine beste, das mit der ich komme von den Polizeiautos, nicht? Das bruch, das kann ich nicht gut. Das kann ich echt, warum sind das Viech jetzt blau? Da muss es einen wesentlich besseren Weg geben, rechtzeitig und schneller zu entkommen. Diese Dritter.
Wie soll ich denn Erster werden? Was ist denn Erster für eine Zeit? Erster. Ja, ey, gib mir, lass mich. Weiß auch nicht, wie das aussieht. Ich hab ja auch keine Ahnung. Wand! Also wir suchen nach einer Wand. Oh Mann, Kinders, fahrt euch doch nicht selber kaputt. Ja, die Cops können auch einfach alle überhaupt nicht Auto fahren. Verfolgung geht nach. Was für eine Verfolgung? Hier ist doch gar niemand. Dass die auch immer so viel schneller fahren als ich. Keine Geländereifen. Oh, ist das grauenvoll, mit dem Auto hier zu fahren. Das ist reiner Zufall, was ich da jetzt gerade, wo ich jetzt wie und welche Geschwindigkeit und... Nee, ich fordere eine Wand an. Keine gute Idee, wo hier lang... Nein, keine gute Idee, keine gute Idee. Keine gute Idee, keine gute Idee. Bin ich schon jetzt Use? Ich spiele im Use. Das ist gut. Scheiße, da sind schon wieder... Ach du Scheiße. Er wird ein was-Manöver probieren? Du wirst gar nichts probieren, Junge. Nee. Nein, Mann! Alter, wie gemein! Schubst du mich einfach dagegen? Digga, jetzt muss ich so weiterfahren, wie ich da aus... Ja. Hey, Polizeiauto. Nee, 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 mir geht's völlig gut. Das ist alles in Ordnung. Alles super. Alles gut. Wow, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh Gott, der fährt schon wieder wahllos. Großen Schaden habe ich schon angerichtet. Ey, wie die einen einfach geschlossen hinten reinballern, als ob es nichts Besseres gäbe. Nee, gestellt betrachte ich mich jetzt nicht. Das ist ja unglaublich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir diese Rennen immer gewaltig auf den Sack gehen. Jedes Mal das Gleiche. Nee, nee, das Auto sieht noch gut aus. So sieht ein Auto aus, das so fährt, wie es da fährt. Ist alles gut. Oh ja, ich habe ihn getakedowned aus Versehen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wer fährt denn so Kamikaze, bitte? Das Spiel ist so unrealistisch. Ich bin in meine Fahndungsstufe gestiegen. Da habe ich fast keine Chance mehr zu entkommen mit so einer hohen Fahndungsstufe. Und ich bin auch schon bei Silber, was die Zeit angeht. Oh, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Das funktioniert nicht. Die sind viel schneller als ich. Ich komme mit dem Handling dieses Wagens nicht gleich. Lass mich jetzt einfach mal eiskalt stellen. Es wird auch gerade viel zu warm hier. Nein, nein. Ja, der ist schon mehrfach gestorben in der Zwischenzeit. Also das ist auch nicht so das Problem. Nee, das ist definitiv... Definitiv nein. Definitiv nein.